Hey Freunde, was geht ab? Ich bin Smiley, willkommen bei einem neuen Video. Da euch der Idiotentest so gut gefallen hat, den ich gemacht habe, und mir das auch echt Spaß gemacht hat, werde ich jetzt heute einen IQ-Test machen und testen, wie viel IQ ich habe. Ich denke, das geht absolut schief, aber wir werden sehen. Ich habe Bock auf jeden Fall. Ich werde direkt mal, gib mir eine Sekunde, ganz kurz, ja, ich schaff das. Okay, Bildschirmaufnahme läuft. Wir legen direkt mal los. Ihr seht mich jetzt klein, ihr seht den IQ-Test groß. Es geht direkt mal los. Welche Linie passt in das Kästchen mit dem Fragezeichen? Wir haben eine so, eine so, eine so. Und dann denke ich mal, logischerweise, B ist richtig, weil die geht so und dann passt die ins Bild mit rein. Klicke auf Weiter, dann kommst du zur nächsten Seite. Da, weiter. Okay, wir haben einen Streifen, dann haben wir zwei Streifen, dann haben wir drei Streifen und dann haben wir vier Streifen. Ist ja logisch. Das bedeutet D. Ich bin echt gespannt. Wir haben jetzt 8% beendet. Okay, es wird ein bisschen schwieriger. Wir haben Häuschen. Wir haben oben, wir haben jede Farbe immer in der Reihe. Also rot, grün, blau, blau, rot, grün, grün, blau, rot. Okay, weiter. Wir haben 10% geschafft. Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Okay, es ist hell, dunkler, dunkel, hell, dunkler, dunkel. Dann müsste ja in der Reihenfolge im Prinzip wieder hell kommen. Also A. Ich hoffe mal. Ich glaube, ich bin einfach, ich denke viel zu simpel. Ich habe immer das Gefühl, dass ich da irgendwas komplett verkacke. Okay, welches Muster fehlt? Ein gerader Pfeil und eine Runde. Ein Pfeil nach links und eine Runde mit zwei Streifen unten. Ah, okay, 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 okay. Es gibt immer den mit einem Streifen unten, zwei Streifen unten und drei Streifen unten. Also meiner Meinung nach fehlt der B mit einem Streifen nach unten. Okay, so far so good. 15%. Hier gleiches Prinzip wieder. Wir haben immer alle drei Muster, das die 8 quasi, das Oval und den Tannenbaum. Wir haben immer alle drei. Das bedeutet B fehlt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Okay, 18% erledigt. Ja, das ist ja quasi immer das gleiche, was da kommt. Ich ziehe jetzt einfach mal ein bisschen durch, damit das hier ein bisschen schneller geht. Ich würde sagen, hier fehlt A. Weiter. Wir haben wieder in jeder Reihe alle drei Muster. Immer zwei rote Punkte, zwei blaue Punkte und zwei grüne Punkte an der Seite. Okay, okay, es wird ein bisschen kniffliger. So, so, so. So, 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 da fehlt noch so, also A. Okay, weiter geht die wilde Fahrt. 23%. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich komplett lost. Welche Form ergänzt das Muster? Gibt es da eine Form, die es noch gar nicht gab? B gab es halt noch gar nicht in dem ganzen Ding. Versuchen wir mal B, auf gut Glück. Welches Blatt ergänzt die Reihe? B. Ist immer abwechselnd, würde ich fast behaupten. Boah, ist ein ganz schön langer Test, 28%. Huiuiui. Okay, welche Figur passt nicht zu den anderen? Naja, der Kreis. Weiter geht's. Großes Blatt, kleines Blatt, mittleres Blatt. Mittleres Blatt, großes Blatt, kleines Blatt. Da fehlt das große Blatt, also C. Ey, es läuft auf jeden Fall. Ich bin aber nicht... Kannst du die Wortreihe ergänzen? Holländisch, Gälisch, Arabisch, Finnisch, Italienisch. Das waren alles Sprachen, die mit SCA aufgehört haben. 56 zu 28. Ey, ich war nie gut in Mathe. Scheiße, ich war nie gut in Mathe. 56 zu 28 verhält sich wie 122 zu 61. Das ist die Hälfte. Also denke ich jetzt mal, das ist in meinem Kopf so. Auf einem Tisch liegen 5 Äpfel und du nimmst dir 3 weg. Wie viele Äpfel hast du? 3. Du nimmst dir ja 3 weg, also habe ich 3. Ich habe echt das Gefühl, ich bin gar nicht so blöd. Heute ist Mittwoch. Welcher Tag ist in 4 Tagen seit gestern? Gestern ist Dienstag. Hey, heute ist wirklich Mittwoch. Nee, heute ist Donnerstag. Gerade noch gesagt, schon alles wieder kaputt gemacht. Heute ist Mittwoch. Welcher Tag ist in 4 Tagen seit gestern? Freitag reicht jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Ich würde sagen A, weil es wird immer weniger. Aber warte mal. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Irgendwie verhältnismäßig komisch. Vielleicht auch B. 2, 4, 5, nächsten 5. Also A. A wird schon richtig sein. Welcher Würfel entspricht der abgebildeten Figur? A. 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 Ja, ja, A. Gute A, Freunde. Das gute A. Okay. Welche Figur ergänzt die Reihe? So, so, so. Ah, der klappt sich immer ein bisschen mehr auf. Also der gerade. Ah. Gleich kommt da so 200 IQ raus. Oder auch 80. Welche Figur ergänzt das Muster? Ich denke mal, wenn ihr mich fragt, die drei haben wir schon, also B. Ich sag B, ich sag B. Welche Form gehört an die Stelle des Fragezeichens? Das und das ergibt das.
aber das und das ergibt nicht das. Aber ich würde mal sagen, das XD. Puh, ich bin echt gespannt. Wir sind bei 55%. Wir haben gerade mal die Hälfte. Ach du meine Güte. Die beiden ergeben das. Die beiden ergeben das. Das und das ergibt einen vollen D. D passt. Das und das ergibt das. Das und das und das ergibt aber nicht das. Hä? Okay, ist immer umgekehrt. Das heißt links blau. Nee, rechts blau. B. Okay, okay, okay. So weit, so gut. Lässt sich mit mindestens 3 der folgenden Nummern ein Ergebnis von 12 errechnen. Mit der 3 lässt sich 12 errechnen. Mit der 2 lässt sich 12 errechnen. Mit der 6 lässt sich 12 errechnen. Und mit der 1 auch, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 12 verhält sich zu 6 wie 8 zu 4. Welche Nummer fehlt? 10, 4, okay, die unteren Zahlen ergeben zusammen immer das obere. 3 fehlt da. 3, 3, 3, 3, 3. Okay, was gehört da unten rein? Also ich denke mal B. B. Ich habe ein bisschen Angst vor der Auswertung. Ich will mich hier nicht blamieren. Plus, plus, minus, minus. C würde ich sagen, weil das plus das ergibt das, dann das und das ergibt das. C. Ich würde sagen, das höchste, also 2 und 2. Ich würde wieder C sagen. Ich bete ein wenig. 75%. Rotes Fragezeichen mit Pfeil nach unten. Rotes Viereck mit Pfeil nach oben. Haus mit Pfeil nach unten. Ah, es werden immer mehr Ecken. Dreieck, Viereck, Fünfeck, Sechseck. D. Ey, ich glaube immer, man muss bei sowas echt einfach nur logisch denken, ne? Ey, ich hatte echt eine harte Nacht gestern und das überanstrengt mich gerade so doll. Da habe ich wirklich gar kein logisches Ding, also logisches Denken so. Ich mache mal B, aber ich bin mir nicht sicher. Dabei bin ich mir wirklich sehr, sehr unsicher. Okay, weiter geht die wilde Fahrt. Welches Quadrat vervollständigt die Serie? Ich würde sagen, das, was es hier schon dreimal gibt. Also links oben rot, also A. Okay, wir sind bei, Freunde, wir sind bei 83%. Pfeil kommt von links, Pfeil kommt von oben, Pfeil kommt von rechts, Pfeil kommt von unten. Jetzt halt die Frage. A, ich mache A. Auf welches Ergebnis kommst du, wenn du alle Zahlen der Wählscheibe eines Telefons multiplizierst? Hui, lass mich rechnen. 362.000? Boah, ich bin mir nicht sicher. Welche Figur vervollständigt die Serie? Der Pfeil nach unten. D. 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 Bin gespannt, wo sind wir jetzt? Bei 90% vervollständige die Zahlenreihe 1, 8. 27, 64, 125, 216, 512. Welche Nummer muss in das vierte Dreieck eingesetzt werden? Ich sag mal 48, aber da habe ich wirklich gar keinen Plan gerade. Ich bin viel zu verblendet dafür. Wie viele viereckige Formen kannst du in der Abbildung erkennen? Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mehr sehe ich da nicht. Ich denke mal, letzte Frage, Freunde. Finde heraus, welche Nummer als nächstes in der Zahlenreihenfolge kommen müsste. 4, 6, 9, 6, 14, 6, 4 plus 2, 6, plus 3, 9, minus 3. Absolutely no plan. Ich mache das Höchste. Weiter. Eine Frage kommt noch. Wenn Affe der Zahl 1665 entspricht, welches Tier entspricht der Zahl A, B, C, D, D, A, C, H? Ja, Dachs. Alles andere macht keinen Sinn. Okay, weiter. Mein IQ liegt bei 126. Ich bin hochbegabt. Zack. Seht ihr das? Seht ihr das? Hochbegabt. Ich bin fassungslos. Bildschirmaufnahme gestoppt. Ich bin fassungslos. 126er IQ. In diesem Sinne, ich bin ein hochbegabter Junge. Ich muss jetzt gleich los, weil ich drehe heute noch ein Video unterwegs. Nicht immer nur auf meiner Couch für morgen. Morgen kommt das Video online. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich verrate euch jetzt aber noch nicht, was es ist. Ich gehe aber auf jeden Fall shoppen. So viel verrate ich euch. Deswegen schaut auf jeden Fall morgen vorbei. Lasst mir ein Abo da. Lasst mir ein Like da. Aktiviert die Glocke. Lasst mir einen Kommentar da. Seid fröhlich. Lacht immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen, Freunde. Haut rein. Ciao, ciao.